denke mal, da ist gerade Schule gefragt. Schule ist gefragt, beispielsweise mit einem Format wie das Speed Debating, was hier auch stattfindet im Bürgerhaus Oststadt, um aufzuklären, was denn die einzelnen Strömungen sind, was letztendlich auch Politik bedeutet. Dazu zähle ich allerdings auch einen vernünftigen Geschichtsunterricht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Geschichtsunterricht gerade hier an den Schulen in Nordrhein-Westfalen auch zu kurz kommt. Und da bedarf es einer größeren Aufklärungsarbeit. Und wir sollten dazu übergehen, eben halt unseren Schülerinnen und Schülern möglichst früh, meiner Einschätzung ab Klasse 9, doch die Gelegenheit zu geben, sich auch eine Meinung zu bilden, eine politische Meinung zu bilden, losgelöst vom Elternhaus. Diese Leistung muss durch die Schule erbracht werden, unter anderem. Aber das ist natürlich nicht das Einzige. Auch das Elternhaus ist in erster Linie gefordert und davor eben Kindergärten, wo man auch schon das friedliche Miteinander üben kann. Aber vor allem ist es die Schule. Denn diese Gewalt oder dieser Streit, der kommt nicht von außerhalb, sondern der wird von den Kindern in die Schule reingebracht. Und da muss man ansetzen. Mir geht es um Respekt unter den Menschen. Und das ist tatsächlich eine Frage, die kann ich eigentlich nur zurückgeben an alle, die in unserem Land leben. Es wird keine politische Maßnahme geben, die sozusagen das Denken in den Köpfen verändert, sondern das kann nur Gesellschaft, das können nur wir alle gemeinsam machen. Und darum geht es mir. Dafür muss man natürlich bestimmte Dinge stärken, aus meiner Sicht zum Beispiel die politische Bildung stärken, das ist ein ganz wichtiges Thema, aber auch die Kinder und Jugend, die offene Kinder- und Jugendarbeit stärken. Da wollen wir 25% mehr in den Landesjugendförderplan geben. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, aber eben Stärkung dieser Arbeit, Stärkung der politischen Bildung, das ist ein wichtiges Thema. Alles andere müssen wir gemeinsam machen. Das kann Politik wirklich nicht alleine. Die demokratische Streitkultur zu fördern, kann natürlich über die Schulen einerseits erfolgen, die kann aber natürlich auch über andere Freizeitbereiche erfolgen, dass auch an den Schulen, ich sag mal, so Fächer unterrichtet werden, die was mit Demokratieverständnis zu tun haben. Also, dass man jungen Menschen zumindest erläutert, die suchen ja alle noch mal ihren Weg, vielleicht auch ihre politische Zielrichtung, in welche Richtung sie sich da auch weiterentwickeln oder engagieren möchten. Das müssen ja auch gar nicht Parteien sein, das können Organisationen sein, die können sich selbst vernetzen. Die sind heute so fix, die jungen Leute, dass ich glaube, dass man mit den vielen sozialen Netzwerken und Medien, die man heute hat, so viel Demokratie auch ermöglichen kann, wenn man lernt, richtig damit umzugehen und sich eine eigene Position zu erarbeiten. Das halte ich für unabdingbar wichtig, eigene Positionen zu entwickeln und sich nicht über die Bilder der Medien eigentlich nur ein Meinungsbild zu erarbeiten, sondern in Gesprächen, in der Gesprächs- und Diskussionskultur unter Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen, weil ich glaube, dass man da durchaus auch einen großen Gewinn hat, wenn verschiedene Generationen miteinander diskutieren über das, was aus ihrer Sicht Demokratie bedeutet.